Hallo und willkommen zu der Evangelischen Botschaft Radioprogramm. Hast du mal so gefeilt, dass du nicht wiederkommst aus dem Christ? Dass du nicht wissen lässt? Warum ist das? Was sagt die Bibel, wenn er redet von einzigen Christen sind an Mike und einzigen sind an fastet Eten oder Fleisch? Wir werden von dir diese Frauen bekicken mit einem Gastredner. Dort ist Abraham Niederb von Mexiko. Wir freuen uns für seine Wahrlichkeit zu mitteilen mit dem Radioprogramm. Ich weiß, wir wollen sehr gesegnet sein. Ich wünsche, du wirst hier Zeit haben für die nächsten 30 Minuten zum Hören, zum Hören, zum Lernen und zum Wissen. Und die Wahrheit von der Bibel wird wirklich tief in dein Herz hineingebrannt sein. Bevor wir wiedergehen, wirst du noch mit mir taub beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken und preisen dich für diesen Tag. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns mag gibst, wenn wir ein Baby sind, wenn wir nie geboren sind, dass die Wahrheit von deiner Rettung wirklich in uns ist. Aber ich danke dir auch, dass wir wieder kennen wollen, dass du wirst uns wieder nehmen in uns jährliches Leben. Ich bete, dass du jeder Tauhörcher wirst segnen, du wirst erhört aufmerken und dass so dich was wird von dir ausgestreut worden auf das Radioprogramm, dass das wird hundertfältig zurückkommen. Herr, ich bete, dass du alle Störungen wirst in den Stich nehmen und dass du bloß wirst schrecklich segnen, was hier wird gesagt. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns bist und ich bete im Namen Jesus Christus. Amen. Ich weiß, ich wurde um Gottes Not für mich ein Suppen Wort. Ich weiß, ob nicht woran der hat ein Leib für mich durchdacht. Ich weiß, ob mir weiter bleiben, denn keiner kommt doch von mir was nehmen. Heube Wort mir. Gott in Dach, du heut' mich, ja.
Wort ist die Ursache für Gottes Gnade? Wo ist das, dass Gott noch einmal gnädig ist mit uns? Das sind Dinge, die wir bloß nicht verstehen, aber die sind die Wahrheit. Und wir können dankbar sein, dass Gott uns leibhaft und noch einmal gnädig mit uns ist. So, wie ihr seht, wir haben einen Gastredner von dir, das ist Abraham Niederb von Mexiko, die ich bekommt habe. Und ich wünsche, ihr würdet aufmerksam sein, dass die Wirt, die er hat für uns von dir, besonders von wo wir sind in uns jährliches Leben. So wie nach Emma und Mike, oder so wie all on Foster eten. Wir können uns selbst von dir bekicken. Wir wollen ewig gehen zu der Andacht von Abraham Niederb. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2. Und seid begierig als neugeborene Kindlein nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Seht aus kleine Babys begierig nur durch Milch, wenn das Wort Gottes ist. Dort wie durch euch wollen groß werden. Kleine Babys, die sind begierig nur diese Milch. Wenn sie den mal nicht ganz kurz kriegen, dann fangen sie an einmal wieder zu werden. In so sagt es wie nur das Wort Gottes begierig nur sein, dort wie durch euch wollen groß werden. Oder wo wird das Baby groß werden, wenn der einmal Milch kriegt? Und hier so sagt es auch, wie sollen durch euch werden. Also dort meint auch groß werden. Wir fangen in der Bibel, dort wie irgendwo ein Ziel haben, wird wo groß wie werden sein, und dort ist Christus. So wie sollen dort als Ziel haben, wie sollen du haben werden, wo Christus auch ist. Vielmal ja dann so vielleicht so, als dort wie vielleicht so denken, da wird Gottes erst gleich so viel wird, vielleicht sei wie dort schmeckt nicht schein. Ich lese dort, aber kämpft nicht viel rüt. Oder wir hören dort sind auch Smarties, aber hält nicht viel an. Spurgeon sagt mal, das dit. Wann der Wut Gottes für die Seite ist, das sind Tegen, dass du jährlich gesund bist. Und ich sage, wenn heuer und sieben Futter gedacht habt, woher fährt und der Ernt aus Tänja gesagt, wenn sie irgendein Eten nicht gleicht und vielleicht gemädelt haben, dann sagt er, ich will mal in Armenhüß. Und weil ich durchgesagt habe, würde Tänja durch das Frühstück eiten. Das hat jemals so sein. Und das schäumt du her, der wird hungrig. Im viermal ist es so mit uns aus Tänja Gottes, dass wir in dieser Welt alle Sorten Kinder essen, die nicht halten. Kommen wir nur auf Wut Gottes, dann schmeckt uns dort nicht schön. Ist das nicht so? Tänja eten fährt ein Teufel Kinder und dann haben sie eine Multiten, dann alles blifft ein bisschen merklich durch. Und so ist es mit uns als Tänja Gottes auch. Wir sind in dieser Welt und haben in dieser Welt so viele alle Sorten Geschmack von diesem Beten, jenem Beten. Und dann kommen wir nur das Wort Gottes und dann schmeckt uns dort nicht schön. Und dann rennen wir die Welt herum und waren weltlich und haben keinen Appetit für das Wort Gottes. Und dann sagen wir, wir haben vielleicht das dit. Bei denen, den Prediger, du könnt mich nicht erbühren. Der bringt mir nicht die Nahrung, was mir fehlt. Die Wahrheit ist für uns aber, wir würden auch keine Freude und Wort Gottes haben, nicht mal von Jesus selbst oder der Apostel Petrus und Paulus ans Predigen würden. Weil es uns Appetit erst verdarben, weil es wie zu viel von dieser Welt geschmeidet haben. Ja, dort merkt nicht nur, wer das bringt. Merkt nicht nur, ihr schaut, wo der Reue merkt, dass, wenn wir hungrig sind, dann schmeckt immer schön. Und das Wort Gottes soll auch so sein. Vielmal ist es so, wir haben vielleicht zu viel von einer Welt, dass uns durch dort das Wort Gottes nicht so schön schmeckt. Ich habe das Thema so genannt, Milch, oder? Und ein bisschen steuert eh. Feste Speise, sagt die Bibel, wird fastet. Babys brücken mal, die verdrehen keine Schulette, das essen die nicht. Oder das ist ein Barbecue, da, nicht? Wollen wir mal sagen, ob das wieder Tierfleisch ist, steht es nah. Würde ein Baby irgendwo dort Steckfleisch essen können? Aber wenn das Rater war, irgendwann kann das. Wenn wir nicht an uns als Christen denken, wir sollen auch wissen, wir sollen nicht Babys bleiben, das heißt, wir sollen die Milch immer begierig nur sein, dass wir wissen wollen. Aber irgendwann mal wir so groß gewachsen sein, dass wir nicht bloß Milch verdrehen. Und wir werden von dir am besten checken, was sagt die Bibel, kreit über das in den Tagsheil gewählt in Hebräer, Kapitel 5, Vers 11, Vers 14. Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Hier so hafer krack über das gesagt. Wie sagt hier so Titte, Hebräer, sagt der Schreiber. Die würden auch sagen, Lehrer sein. Und die sind aber noch immer so, wird nach Milch brücken und nicht dort Forste eten. Ist der Milch? Es versöhne in der Forst, die in verandere. Also heute hat der Teaser an diesem Tag ganz kurz erklären. Wir werden von der ein klein bisschen entdecken. Wir wollen einmal sagen, was ist diese Milch in der Wut Gottes bin?
Da wir uns selbst mal prüfen können, wo sei wir alle wissen haben, dass wir noch mal bloß Meid verdrehen haben, dass wir auch was Fastritt verdrehen. Was brauchen wir? Was ist diese Meid? Und das nächste auch, was ist das Faste? Ich fange an in Vers 11. Überall haben wir viel zu sein, in denen, was schwer zu erklären sind. Habt ihr dort einmal gemerkt, dass das hier nicht sei schwer zu verstehen, dass sei schwer zu erklären? Habt ihr das gemerkt, was ich sehe? Welches Gefühl geworden sind im Herzen? Das ist nicht schwer zu erklären, weil es das unbedingt schwer zu verstehen ist. Das ist schwer zu erklären, weil sie alle gleich hören wollen, weil sie dort Wut Gottes nicht so viel wert ist, als das soll sein, weil es dort nicht schmeckt. Und dann sage ich dir, dann kann ich dir das schwer erklären. Wo kann ich ihnen das dann erklären, dass die das verstehen? Die verdrehen das noch nicht, die verdrehen bloß meint. Und weil sagt Jesus das, das ist schwer zu erklären, weil sie Gefühl geworden sind im Herzen. Und das ist wie eine Ursache. Und er sagt, nur der Titno, also nur der Titno, wo lange die all leben, also vielleicht, wo lange die Jünger betiert haben, wo wir können sein, nur der Zeit nun, soll die all Lehrer sein. Die sollen all mehr verstehen können und weiten. So sage ich ja hier zu dieser Hebräer. Nun können wir uns von der Welt, wir uns mal prüfen, wo wir stehen. Dass wir auch all würden sein, aber noch nicht sein. Oder dass wir vielleicht all sein, vielleicht selber auch noch nicht so lange betiert. Aber wir werden uns von der mal prüfen. Ich sage, nur Zeit nun soll die Lehrer sein, in die Hand hat aber neidig, dort wie Jünger lernen, was der Anfangsgründe sind, also was der Anfanggrund ist, von dort, was Gott sein Wort an sich. So Gott sein Wort hat, soll ja viel verschieden werden, und du als Wort bist, was für den Anfang aus dem Grund für uns als Christen ist. Dann sagt er, dort ist der Milch. Hier ist Vers 12. Er sagt, ihr seid Sünde geworden, was nach wahrer Milch brücken. Ja, er sagt, Jünger war den Anfang, den Grund leihen. Der Korinther wir in Uxonen, du kennst wie alle im Beste hier, mir haben bloß ein paar Verse zu lesen über den Korinther. 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 1 bei 3. Er sagt, ich, meine Brüder, kann nicht zu Jünger reden aus zu jäßlichen, aber aus zu fleischlichen Menschen, aus Anmündigen in Christus. Da meint das sein Sinne, wo du nicht selbst Verantwortung übernehmen kannst. Du kannst nicht selbst Entscheidungen treffen. Das ist die kleine Tänja. Die kennen nicht alle selbst, die müssen wie viel mal sagen, no, hier nicht und du nicht, oder die wollten dort nicht, oder gefährlich ist und so wieder. Das sind Anmündige. So, Jesus sagt dort, ich muss zu Jüngern reden, nicht aus jäßlichen Menschen, also das wären Kinder Gottes, die wären alle betiert, aber er sagt, ich kann nicht reden aus der jäßlichen, aber aus der fleischlichen, wie es gesagt noch einmal Anmündige. Die sind noch einmal so, die noch so clean geblieben sind, die noch nicht selbst so wie denken können. Kinder wären sie, alle geboren wären sie. Aber hier sind noch diese Kinder, die noch so clean sind. Er sagt, er kann den Jüngern nicht reden aus der jäßlichen, aber aus der fleischlichen. Und dann ja, sagt er Vers 2, Milch hat Jüngern zu trinken gegeben und nicht Fastet eten. Willst die können dort nicht verdrehen und die können dort noch nicht verdrehen, sagt er. Vers 3 sagt er, die sind noch fleischlich. Willst so lange noch aufgehen in Streit und die Jüngern sind, dann sind sie noch fleischlich. Also die sind all beschert, aber hier wird noch mit gesund, das sage ich Eifersucht, das ist nicht wirklich aufjänzlich. Das meint so viel, als er kann dort nicht verdrehen, wenn der andere was tät, wenn er dort nicht kann. Hier so sage ich dann nu, wann wir noch Eifersucht ist, nu werden wir dort im Jäßlichen mal nachdenken und dann mal denken, wenn er nu ist, wer vielleicht kann, der soll ja fein predigen und er kann dort nicht so fein und dann jenig den dort nicht, dort der kann, will es auch gut werden. Hier so sage ich dir, wenn das noch bejüngt ist, dass die nicht einer den anderen verdrehen, also du kannst, die sind aufjänzlich, ja, er kann und er kann nicht. Dann sehe ich noch fleischlich, sagt er. Dann sehe ich noch nicht jäßlich. Dann sehe ich noch so aus kleine Tänja. In Hebräer, du sagst uns aber noch ein Ding, da wurde nach Maidbrücken, dort sind noch so eine, wo du noch nicht mehr verdrehen als bloß den Grund von der Wut Gottes. Wenn wir ein Kapitel saßen in Hebräer, du der Krieg den Anfangsgrund sein, wohnt dort von der Wut Gottes erst. Vielleicht fragen wir uns nicht, wohnt es nicht der Grund von der Wut Gottes? Wohnt es nicht dort, was wir noch mal bloß verdrehen oder was können dort sein? Kapitel 6, Vers 1 sagt da, du wehen, weil wir den Grund, also den Anfang, das Wort von Christus mal looten, und dann werden wir mal zu der Riepe übergehen. In Kapitel 6 fängt er an und sagt, nun werden wir mal dort, wo der Milch ist, hängen uns looten, wir werden gehen, nur dort, wo all was für die Riepe Menschen ist, wo all wieder gewassen sind. Er sagt, das werden wir nun looten. Und dann sagt er, du werden wir nicht nochmals den Grund leihen mit Buße von dort geworden in Glauben an Gott. Du sagst er ganz krank, was der Grund ist von der Wut Gottes. Das ist das Erste, was wir von der Wut Gottes hier machen, dass wir Buße machen dürfen von unserer dort geworden, was du geworden wirst, was du ohne den Glauben passieren dürfen, willst du den nicht halten für Gott.
keine Worte raten uns. Wir müssen Buße tun von dort, dort wir gedacht haben, dass wir können uns den Himmel noch verdauen, und dort wir gedacht haben, dort wir müssen das oder jan tun, und was immer wir tun, wo wir gedacht haben, was nicht Jesus wir, du musst wir Buße immer tun. Das ist der Grund. Da wird Gottes Rede sehr viel davon. Und dort ist das Erste. Verdrehen wir nochmal bloß das von Wort Gottes oder verdrehen wir allmeier? Weil das ist meid. Und da brauchen wir auch immer weiter zu hören. Auch wo wir alle Kinder sind und wenn wir alle Räder wissen, ich denke, wir trinken noch immer meid. Ich bin ja noch nicht von der Meidbühne, ich bringe auch noch meid. Aber nicht, dass ich bloß von meid lebe. Das ist das Erste. Und wenn wir dort immer weiter hören, ich denke, da brauchen wir auch immer weiter. Die meid macht wir nicht, dass wir sagen, da brauchen wir überhaupt keine meier. Aber wir machen auf einmal so weit kommen, dass wir alle was anderes auch eten und nicht bloß diese meid verdrehen. Und dann sagt er, das werden wir nur tun und dann werden wir ewig gehen, wenn Gott der Toilette nur wird vorstritt. Und dann können wir uns von dir fragen, brauchen wir auch meins oder sind wir wiedergekommen? Weil das ja viele Menschen von dir, die werden wieder mal bleiben. Das ist schön, ne? Wir wollten noch wieder Rat sein und wir glauben ja doch an Jesus und dann können wir dort warten, ne? Und das ist alles schön. Und dann werden wir da bleiben. Und das ist aber wichtig, dort wir nicht da bleiben. In Epheser Kapitel 4, Vers 13 und 14. Hier redet auch von, dass wir wissen sollen, und dann sagt er im Vers 13, Bat wie alle zu der Einigkeit im Glauben, zu der Erkenntnis von den Sehen Gottes kommen, zu der vollkommenen Mannesreife, sagt er hier. Vollkommene Mannesreife, das meint, dass wir vollkommen aus dem Mann ausgerieben sind. Also Kinder, die denken noch anders aus dem Mann. Und wenn wir uns gerade waren, dann waren wir immer rieber, und können auch viele Dinge deuper durchdenken, und bat wir einmal vollkommen Mann ausgerieben sind, wo wir die Sachen wirklich durchdenken können, wo wir viel besser alles sein können, besäunen können, wo wirklich die Sachen stehen. Ja, das ist vollkommen. Hier sagt er, dass wir du haben gewossen sind. Und dann sage ich dir, hier wohnt unser Mut ist, wo wir gewossen sind. Und dort ist hier so, zu der volle Mut von Christus. Jesus ist der volle Mut. Und das soll unser Ziel sein, dass wir gewossen werden. Und dann sage ich dir hier, zu was dort wichtig ist. Vers 14. Dort wir nicht mehr Unmündige sind. Unmündige, das sind so nur, was die Sachen nicht bedenken können, also was noch so clean sind, nicht selbst Entscheidung treffen können. Und dann sagt er, dass wir Hahn und Träge geschmitten worden von jeder Wind von Lier durch die Unschmererie von den Menschen, wo sie so klug sich durch die Dach proben, die zu verführen. Dass wir nicht mehr so aus kleinen Kinder sind, was von jeder Lier sich Hahn und Träge schmitten lohnen. Habe ich einmal gemerkt, ein kleines Kind auf einmal am Anfang und auf Papa bei alles reich. Und dann auf einmal sagt der Lehrer was anderes und dann hat der Lehrer reich und dann hat Papa auch reich. Und vielleicht auf einmal ich hab noch ein anderer mit, noch anders und dann hat der reich. Weil die Kinder, die sind nicht so weit. Die wissen nicht, was reich, was auch reich ist. Hahn und Dreh. Von jeder Lehre, was du kommst, auf einmal glauben die dit und auf einmal glauben die jant. Und hier so sagt er, wir sollen nicht mehr anmündig sein, wie von jeder Lehre Hahn und Dreh geschmieden worden, willst du das gefährlich? Denn ich habe verführt worden, verleiht worden. Also ist das dann wichtig, dass wir im Jesslichen wissen. Wie sollen das hier, wenn wir so blieben aus Kenia, wie bloß Meid verdrehen und du kannst wir noch nicht so weit denken. Wer noch mal bloß Meid verdreht, der denkt noch nicht so weit. Der kann von jeder Lehre mitgeredet worden und dann sagt er, dann wurden wir verführt. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 15 und 16. Und seid der Langmut von unserem Herrn aus Generalung an. So ist uns geläufter Bruder Paulus geschrieben, hat nur der Arm gegebene Weisheit. So ist doch in alle Bräuf, wo er von diesen Dingen redet, wo auch gewisse Dinge schwer zu verstehen sind, wenn die Anweitende und Angefostigte verdrehen. So ist auch die ewige Schriften, da er ihn nicht verdorben. Hier so sagt der uns, Paulus hat viel von dit geschrieben, von der Rahrung und so weiter. Und dann sagt er auch an der Bräuverräte von diesen Dingen, und welche Dinge sind schwer zu verstehen, und das sind die Angefostigte, die Angelehrte, die wird noch nicht am Forsten Grund stehen, oder wie würden hier gern sein, der wird noch nicht dort Forste eben verdrehen, was noch nicht so weit sind, was noch mal bloß ohne Mike ihre Freiheit haben und dort andere nicht verdrehen, da verdrehen die Schrift und dann sagt er, dort ist er ihn nicht verdorben. So soll wir alle, das wichtig ist, dass wir nicht bei dem Mike bleiben. Wir werden Trainer Hebräer gehen und checken, was dann das Forste eben ist. Er sagt im Vers 13, wer nach Mike genießt, der ist unerfahren im Wort Gottes. Aber im Wort von der Gerechtigkeit, das ist noch ein Unmündiger. Wir kennen all das Wort, dass wir gerecht sind, dass wir an Jesus glauben, dann sind alle unsere Sünden vergeben, dann kommen wir in den Himmel, da können wir uns sicher sein, wir können dort ganz näher weiten. Aber dann sagt er, dass das Wort von der Gerechtigkeit, du noch Erfahrung auch noch haben, wo reicht zu leben, dort kommt noch nur die Betierung, nur dem, was wir wissen, was mehr und mehr zukommt. Wer du noch anerfahren hast, der braucht noch bloß mehr. Und dann sagt er aber,
der Vers 14, der Faustespeise, also dort erst für die Geriebte, da er sehen, all der Übung geschult es, zu unterscheiden, was Gott entschleicht es. Vielleicht haben wir auch Pferdebetierung einmal wollt, prüft zu unterscheiden, jetzt Gott und jetzt schleichen, dann haben wir vielleicht sogar Menschen gesagt, die merken, gesagt, das kann ich nicht tun, ja, und jo, nicht, und haben da gesagt, und wir alles haben. Aber dort ist nicht, was die Bibel von redet, wenn er redet von Gott entschleicht. Wie sollen unterscheiden können, wohnt Gott es und wohnt schleicht es? Und die Bibel sagt dann so, wohnt Gott es und wohnt schleicht es. In der Erfahrung merken, dort wo alle Übung haben, haben was du wir nicht. Dort ist faust Speise. In der Bibel redet sehr viel davon. Martin Luther, aus der Bibel etwas sagen wird, dann fängt auf einmal ein Räumer, der dort sagt, so wie der Glauben allein geraten wird. Keine Worte, die wir tun. Und er fängt an zu berichten, warum glaubt er dort. Also hat er sich begehrt. Und ich habe wieder mit der Bibel über Satan und ich habe da bei Jakobus, ne, weil er Jakobus weiß schmied, ne, weil er nicht über Satan. Du sagst, das Glauben und Worten ist tot und das passt ihm nicht. Dort sehe ich das und Worten, wie wir geraten, dass wir bloß glauben. Und ich habe das hier anders. Das habe ich nicht weit genug geriebt, um Jakobus zu begrieben. Mein Leck, dass er den geloten hat. Wann er das tut, du wirst noch nicht so weit, dass er das verstand. Er verdrückt das eh noch nicht. Am fehlt noch ein bisschen länger Macht. Feste Speise ist, wo wir all diese Übung haben. Dort wir all das Taubtrieren können. Weil viele Menschen, die kommen dann blieben bloß wie diese Mädchen, dann kommen sie auf einmal bei Ösen stehen, dann sagen sie, die Bibel hat Contradictions, nicht? Dann sage ich, das passt nicht. Diese steht, sage ich, was andere, das Jana, no, das passt nicht. Und dann werden sie auf einmal alles etwas schmieden und sagen, dann werde ich nicht mehr glauben. Viele Menschen kommen bei dir. Wir machen aber auf einmal so weit kommen, dass wir das auch verdrehen, wo auf einmal was andere haben, was wir bei Nübe verstanden haben. Die Bibel hat nicht, wo was nicht passen wird. Das passt alles. Und was wir dort verdrehen, das ist die andere Sache. Wir sehen hier, diese Übung ändert Gute und Schlechte. Das ist all ein bisschen faustere Speise. Wir haben ein paar Städten gelesen, wo der Krieg von der Reden Räumer saß hier und verschneint hier. Er sagt, Jün Gehorsam ist über all bekannt geworden. Du wehen Freiheit mit über Jün. Möcht aber, dass je weiß worden zu der Gute und für mich mit der Schlechte. Er sagt, Jün Gehorsam ist alle wehen bekannt geworden, also die wehen alle Gehorsam. Und dann aber sage ich dann noch ein, dann will aber noch ein Ding. Du fehlt noch ein bisschen mehr, du fehlt noch zu wissen, dass die Wesen zu dort Gode, aber ganz unvermischt. Und ich schwur, mangt dort Schlechte. Philippa, Kapitel 1, Vers 9, er sagt, um dort bet ich, dass jene Leib mehr in mehr Ewer schält, jene Erkenntnis zum Urteilen tun, zum Proven tun, wo er darauf ankommt, dass die Rehen in ohne Fehler kann sein, wenn Jesus wahrheit kommt. Jesus sagte, ich will, ich bete, jene Leute muss immer mehr überschielen, dass jene Erkenntnis, also dort, was die verstehen, kann geraten werden, um dort die kann prüfen, ab was es darauf ankommt. Du sehen Sachen, du kommst noch mehr darauf an, als ab Glauben. Und dort wir dort prüfen können. Ab was kommt es im Leben noch darauf an? Soll ich noch abpassen, wo ich lebe oder nicht? Und das kriegt nicht, wo ich lebe, solange ich glaube, was geraten. Dort kommt nur dem, wo wir geriebt sind. Am Anfang ist es erst ein wichtig, wenn er glaubt, sein Gerät. Und dort werden wir auch nicht für jeden, wenn wir nur denken, dass du noch mehr abkommst. Und dann auf einmal war wir an, dort kommt noch was im Leben, wo wir noch was tun sollen. Wo dort wichtig ist, dass wir das nicht tun und ja doch tun. Dort kommt auch noch drauf an. Wir kennen hier kurz in Kapitel 6 fing, er sagt, vielleicht so falsch feiern, dass unmählich für die, die einmal erleuchtet sind, der himmlische Gott geschmackt haben, in den Helden jetzt getränen haben, und dort wird Gottes geschmackt haben, und ob du zu der Kraft von der zukünftigen Welt, in der dann aufgefallen sind, der wahre Tribusse zu kriegen. Jesus ist auch für wesse Menschen ein großer Trubel. Die verdrehen das nicht. Die glauben rat uns, und das ist alles, und was die Worten dort mehr nicht üben, wir wollen ja rat wollen, was immer wir tun, und tun. Das sind viele Menschen, und dann haben sie Trubel mit diesem falsch verstanden, wenn sie den, oder wenigstens mit recht verstanden, dann werden sie sich den Tracht drehen. Ja? Hier ist auch mit faustere Speise. Wer du dann oft haben von, sag ich dir hier für den allmählich, den Wahrer zu Buße zu trieren. Ein Kapitel 10, wo wir das selbe Wahrer finden. Und so geht hier der Hebräer, der Bett Kapitel 12, 13. Und du kommst da auch sehr, sehr viel wieder. Und du kommst auch sehr viel Praktisches in unser Leben. Das ist hier so all faustere Speise. Und dann sag ich das schwor. Aber sag ich, nun werden wir dort mal hier ans Loten. Nun sag ich das der Hebräer, nun ist das Tiet, dass wir nun mal drüber von Wach gehen und mal wieder gehen. Und dann geht er in Kapitel 6. Und sagt, wir werden uns dort vorstellen. Jesus, und dann wird er Jesus wieder erklären. Dann wird er mal erklären, wo Jesus ein Priester ist, nur der
nur der Ort, so ist Melchisedek wir, nicht so ist Aaron. Ein anderer sagt Priester. Und dann erklärt er dort, woher Priester wir. Dort ein vollkommener hoher Priester wir. Nicht so aus der levitischen Priestertum wir. Dort hat ein Priester es von den himmlischen. Und wo dort dann alle Arbeit, wo der Priester es, wo er ein Mädler es für den neuen Bund. Also wenn ein Bund ist, also ein Testament, wo wir sagen, dann macht er das Testament, ihr merkt, dass ihr gestorben seid, dann ist das Testament jährlich, dann können die Kinder nur dort nur offen, oder was immer das ist. Und hier muss auch einer sterben, und dort wie Christus muss selbst sterben, und dort wie auch ein Opfer. Und wo dort Opfer, alle Opfer von dem Alten Testament erklärt, wo dort alle erfallen wird und so weiter, erklärt er hier, wo Jesus, wortwörtlich Jesus getan hat. Wo Jesus alles ist, heißt der Priester, heißt selbst das Opfer. Er hat alles erfüllt, er hat alles getan für uns. Er ist der Gerechte, und er ist auch im Himmel gegangen und hat im Himmel, der nun für uns entstanden, so als der Priester, können im Tempel nennen gehen und für die Menschen opfern und für die Menschen beten, sodass Jesus nun im Himmel, nicht bloß im irdischen Tempel, in dem wahren Tempel, was im Himmel ist, für uns beten, für uns entstanden. So, wenn der für uns entsteht, wer kann jener sein? Dankeschön für die Botschaft von Gott sein Wort. Mein Gebet ist, dass du persönlich hast die Konzern, wo du bist in dein jährliches Leben. Bist du noch einmal an Mike? Oder kannst du auch sein, ich sie und fosteret eten? Die evangelische Botschaft, Radioprogramm, ist eine Stadt von der Sommerfeldscher Mennonitengemeinde in Manitoba, von der Zion Mennonitengemeinde in Schonzenfeld, Manitoba, und auch von der Barchtolle Gemeinde, dicht bei Warm in Saskatchewan. Und auch von der Goven von Jünt, der Tauharcher. Wir haben viele Radiostädte, wo wir möchten betonen für unsere Zeit, ab der Luft. Wenn dir das Programm in Segen erst gewahrst und du wirst gleich mithelfen, kannst du deine Gove schicken, der evangelische Botschaft oder Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Noch einmal dort S, der Gospel Message oder evangelische Botschaft, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Wenn ihr diese Botschaften würden gleich in geschickt haben, oder würden gleich in Port von einer WhatsApp-Gruppe zu sein, wo die Botschaften jeder Werk wurden geschickt, oder uns bloß kontakten mit Frauen. Wir haben eine Phonnummer, das ist 306-230-7807. Noch einmal, das 306-230-7807. Ich wünsche dir persönlich Gottes Segen für diese nächste Werk und dass du wirklich geschwossen und wiederkommen in dein jährliches Leben. Oh, der ganz beste Freund ist Jesus, von der Seien sind für dich so schwor. Ich kann heilen dir am Hort, Kraft und Mut heben, Wort. Ja, der ganz beste Freund ist Jesus. Der ganz beste Freund ist Jesus.